Eine neue Tabakmarke betritt den Tabakmarkt mit einem dicken Knall. Wir gucken uns heute die ersten drei von insgesamt sechs Flavern von Shisha Kartell an. Vielleicht erinnert ihr euch dran, dass ich im November letzten Jahres von Al-Fahra nach Dubai eingeladen wurde, um dort neue geheime Sorten zu testen, die dann irgendwann auf den deutschen Markt kommen sollten. Dass diese Sorten unter einer anderen Marke rauskommen und diese Marke dann Shisha Kartell heißt, das wusste ich nicht. Was ich aber wusste war, die Sorten, die wir dort ausgesucht haben, gefallen mir persönlich natürlich ziemlich gut. Immerhin bin ich mitverantwortlich dafür, dass genau diese sechs Sorten ausgesucht wurden. Und die ersten drei habe ich wie gesagt heute hier. Bevor wir aber dazu kommen, wie die jetzt schmecken und so weiter, würde ich sagen, zeige ich euch erstmal den Kopfbau. Ein Kopfbau ausführlich und zwei ein bisschen schneller. So, gucken wir uns als erstes mal die Außenverpackung an vom neuen SK oder Shisha Kartell Tabak. Wir sehen hier auf der einen Seite erstmal viele Warnhinweise, auf der anderen Seite steht dann einmal der Name. Die Packung können wir einfach so öffnen, sind schon leer, ich zeige euch gleich warum. Und auf der Seite sehen wir leider noch die Steuerbanderole, das tut natürlich ein klein bisschen weh, hier eine 24,90 € zu lesen, aber ja, was soll man machen, Freunde, ne? Das ist der neue Preis, da können wir leider nichts dran ändern. So sieht die Verpackung von außen aus. Das Coole ist, dass wir das einfach hier aufmachen können und dann da drinne Folgendes finden. Die sind übrigens auch alle in anderen Farben. Man hat oben nochmal den Namen und man hat vorne jeweils das kleine Artwork zu dem jeweiligen Flavor. Aber das Spannende ist dann drinne. Und zwar haben wir dann hier einmal so einen Pouch. Ne? Kennen wir ja schon von ein paar anderen Tabakherstellern, aber ist auf jeden Fall cool gemacht, weil auf diesem Pouch dann keinerlei Warnhinweise drauf sein müssen. Das heißt, wer sich das so ins Regal stellen will, weil die waren ja schon hier auf der Packung und die können wir danach auch entsorgen. Und dann haben wir hier einmal den Tabak. Können wir oben aufreißen, können wir auch immer wieder verschließen. Das heißt, hier ist so ein Druckdingens, ne? So ein Zipperding drin. Ich würde sagen, wir bauen uns mal drei Köpfe. Die ersten drei Flavor gucken wir uns ja heute an. Fangen wir einfach mal an mit dem Kopfbau. So, und dann bauen wir auch erstmal drei Köpfchen, würde ich sagen. Ich habe versucht, hier halbwegs passend farbliche Litlips zu besorgen. Das heißt, den Sexy Shiba, der lila ist, packen wir in den pinken Litlip. Den grünen Plata Oplomo packen wir in den grünen Litlip. Und den Hidden Hacker, der gelb ist, packen wir in den gelben Litlip. So, dann wisst ihr immer ungefähr, welcher Kopf gerade auf der Pfeife läuft. Aber wir werden ja eh noch ein bisschen drüber reden. So, wir machen erstmal zusammen einen von den Zippern auf. Und wir fangen einfach mal an mit dem Shiba. Normalerweise würde ich das am liebsten mit einer Schere machen. Okay, es funktioniert gut. Also die Dinge abreißen funktioniert schon mal gut. Ich bin ja normal so ein Super-Allmann, der das sehr gerne mit einer Schere macht. Und dann haben wir da drinne schon unser Kartellgold, unseren Tabak. Ist übrigens ein schöner, feiner Schnitt, aber das seht ihr gleich nochmal genauer im Kopfbau. Wir bauen ihn einfach mal. Die anderen mache ich so auf. Das ja, muss euch nicht dreimal zeigen, wie man hier eine Folie abreißt. Das kriegt ihr mit Sicherheit hin. Bevor wir uns den Kopf nehmen, ganz wichtig, lockern wir hier erstmal ein bisschen auf, rühren nochmal ein bisschen um. Ah, der Geruch, Freunde. Sexy Shiba. Erzähle ich euch gleich noch die Hintergrundgeschichte. Unser pinker, aka fast lilaner Litlip, den nehmen wir uns da einmal her. Schnappen uns immer ein bisschen Tabak und packen den einmal auf den Kopf. So. Übrigens ganz frisch bei mir die Sorten. Gestern direkt vom Event. Eventuell Kartell-Style-mäßig entwendet. Hab da so einen Koffer gefunden, der lag da unbeaufsichtigt rum. Ja, nee, Spaß. Wir haben die Koffer auf dem Event bekommen. So, Schnitt feucht. Feuchtigkeit seht ihr, also Schnitt ist sehr angenehm. Wir haben ab und zu ein paar kleinere Ästchen, aber nichts, was irgendwie stören würde. Das Einzige, was auffällt in dem Vergleich zu anderen in Deutschland verfügbaren Sorten, ist ja ein klein bisschen klebriger, was aber jetzt erstmal hier am Anfang nicht besonders gestört hat. Wie immer, wenn ich einen Tabak am Anfang teste, baue ich das erstmal auf einen Noppenkontakt, beziehungsweise mit dem Onmo werde ich das rauchen. Da wird es natürlich ein Balkenkontakt. Nachdem wir den Tabak in den Kopf gegeben haben, verteilen wir das Ganze einmal. Ich werde ungefähr randhoch bauen, vielleicht minimal drunter. Ich versuche nicht zu fest anzudrücken, weil wenn Tabak ein bisschen klebriger ist, baue ich gerne etwas lockerer, damit sich nicht der HMD festsaugt und der Durchzug uns dann flöten geht. Aber wenn wir nur ein relativ entspanntes Balkenkontakt und kein Vollkontakt-Setup fahren, sollte der Durchzug sowieso kein großes Problem sein. So, machen wir dann einmal rundherum. Wir gucken, dass der Rand ein bisschen frei ist. Wir gucken, dass der Tabak schön drinnen liegt. Wir gucken, dass nichts innen auf dem Funnelloch liegt. Einfach ein ganz normaler Funnel-Kopfbau, Freunde. Und wenn wir dann damit einigermaßen zufrieden sind, dann schnappen wir uns einen Zewa, machen einmal unsere Gabel sauber, damit wir die Sorten noch nicht vermischen. Und dann gehen wir einmal noch mit dem Zewa hier außen über den Rand, damit da keine einzelnen Tabakblätter oder Molasse rumfliegen. So, und dann haben wir auch schon unser erstes Köpfchen hier gebaut. Das Ganze machen wir jetzt aber noch zweimal.
So, zweites Köpfchen auch gebaut. Gelber Lidlip Hidden Hacker. Drei Köpfchen sind fertig gebaut. Sexy Shiba im lilanen, Hidden Hacker im gelben und Plata o Plomo im grünen. Ja, würde ich sagen, schmeißen wir Kohle an und dann rauchen wir die Dinger auch mal endlich. Ja, Verpackung und Kopfbau habt ihr gesehen. Alles vollkommen in Ordnung. Schnitt ist in Ordnung. Schöner, feiner Schnitt. Deutlich feiner als Alfacha. Feuchtigkeit geht absolut klar. Ist schön feucht, aber wir haben keine überschüssige Molasse in der Dose. Hier und da ein kleines Ästchen. Könnten weg sein. Stören aber auch nicht großartig. Also das ist alles im Rahmen. Und er ist ein kleines bisschen klebrig. Muss man einfach nur ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht ein kleines bisschen lockerer baut, als man das normal machen würde. Und genauso habe ich das ja auch eben gemacht. Und jetzt haben wir das Köpfchen an. Und ich würde sagen, bevor wir reinstarten in die erste Sorte, noch ein paar Züge und Rauchentwicklungscheck. Soweit so gut. Übrigens hier heute in der Smokezilla Anguilas. Anguilas, ich habe es noch niemanden aussprechen hören. Sehr interessante Pfeife von Smokezilla. Soweit so gut. Rauchentwicklung sieht nice aus. Kommen wir zur ersten Sorte. Wie gesagt, ich habe mir drei ausgesucht. Ich habe mir von meinen Favorites sowohl welche für dieses Video als auch fürs nächste Video, weil die nächsten drei Sorten müssen auch noch kommen, aufgehoben. Anfangen werden wir mit dem Hidden Hacker. Ein Birne, Zitrone und Mango-Tabak. Mit Mango, wenn man die gut umsetzt, kriegt man mich ja eigentlich immer. Es gibt Leute, die stehen total auf so exotische Früchte, zum Beispiel ich. Und es gibt Leute, die stehen gar nicht drauf, wie zum Beispiel der Alex. Aber für mich ist das eine sehr, sehr geile Sache. Mit Zitrone dabei, auch wunderbar. Birne könnte ganz gut dafür sorgen, wenn die restlichen Komponenten süß sind, dass da eben noch so eine saure, spritzige Note mit reinkommt. Aber ich würde sagen, wir riechen einfach mal dran. Wir schnappen uns hier den Pouch. Die habt ihr ja eben auch schon im Detail gesehen. Kann ich euch auch noch mal was zu einblenden. Ist auf jeden Fall ganz nice, weil wir so keine Warnhinweise haben. Und außerdem Receipt. Das heißt, man muss das nicht irgendwie umfüllen oder so, ist immer luftdicht, passt. Plus, sie sehen halt eben gut aus. So, und wenn wir da die Nase dran halten, ist es sehr, sehr schwer, die drei Bestandteile da auseinanderzubringen. Wir haben eine ganz, ganz, ganz leichte Kühle. Könnte aber auch sein, dass die fruchtigen Aromen da eher noch so eine spritzige Note mit dabei haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Minze, Menthol oder Cooling per se dran ist, aber es hat eben eine sehr frische Note. Wir riechen auf jeden Fall alle drei Bestandteile raus. Am meisten ist es Zitrone und Mango. Die Birne eher im Hintergrund, gefällt mir von der Abstimmung aber gut. Wir haben saure Noten, wir haben aber auch süße Noten. Also da auf jeden Fall ein geiler Mix. Aber genau so muss das bei einem Fruchtmix natürlich auch für mich sein. Aber Geruch ist im Endeffekt relativ egal, wenn das Ding nicht schmeckt. Und deswegen der wichtigste Punkt, der Geschmack. Hab das ganze Ding übrigens mit dem Onmo HMD auf dem Lidlip gebaut. Hab mit drei Kohlen angeraucht, aber relativ zügig die dritte Kohle weggenommen und rauche jetzt mit zwei Kohlen. Reicht für den Tabak absolut aus. Der braucht eine ganz normale Medium-Hitze, würde ich sagen. Also die meisten Sorten rauche ich mit drei Kohlen an und dann mit zwei Kohlen weiter und genauso eben auch Shisha-Kartell. Vom Geschmack war das auf jeden Fall eine der Sorten, die mir sehr gut geschmeckt haben, aber nicht eine von den Sorten, die mir am allerbesten geschmeckt haben. Ist aber eine sehr leckere Zitrone im Vordergrund, gefolgt von einer Mango, die Zitrone eher auf der süßen Seite, dann ganz im Hintergrund noch eine Birne versteckt, die eher auf der sauren Seite ist. Also eigentlich so, wie der Geruch das schon hat vermuten lassen, aber auch im Geschmack umgesetzt. Ist intensiv, schmeckt lecker, gute Abstimmung, aber da können wir trotzdem noch einen draufsetzen. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Flavor. So, während unser zweites Köpfchen warm wird, noch kurz ein paar Worte zu dem Auswahlverfahren, zu warum gibt es eine neue Marke und so. Wie gesagt, wurden wir von Alfacha eingeladen, aber Alfacha bringt das unter einer neuen Marke raus. Weil Alfacha für sehr solide, aber eher für Oldschool-Flavor steht. Und da hat sich Alfacha gedacht, vielleicht würde das nicht ganz so gut passen, wenn wir jetzt unsere neue Mix-Reihe auch unter Alfacha rausbringen. So haben sie es uns zumindest auf den Events erzählt. Und deswegen soll es eben Shisha-Kartell geben. Eine junge, dynamische Marke aus dem Haus mit Expertise Alfacha. Und so kam eben Shisha-Kartell auf die Welt. Plus wir wurden eben nach Dubai eingeladen, haben da die ganzen Sorten durchprobiert, sollten die Sorten raten. Ich war zum Beispiel noch mit der Anita von Shisha Heaven unterwegs, mit dem Luke von Luke Shisha Corner, mit dem Sargon, mit den Clemens und
Dölit und noch ein paar anderen Leuten. Und da waren wir eben in Dubai, haben die Sorten durchprobiert, mussten dann immer so Fragebögen ausfüllen, mussten die raten, welcher gefällt uns nicht. Und aufgrund unserer Tests wurden dann eben diese Sorten ausgewählt. Das heißt, für mich ist es natürlich auch keine große Überraschung, dass genau die Sorten mir gut schmecken. Weil ich habe sie ausgesucht. Macht irgendwo Sinn. Gut, wir gucken mal, ob das zweite Köpfchen ready ist. Nee. Die zweite Sorte, die wir haben, der grüne Kopf Plato Oplomo, war eine Sorte, als ich die Sortenbeschreibung gehört habe, da wäre ich eigentlich am liebsten schon mal kurz 20 Minuten in die Pause gegangen. Wassermelone, Honigmelone und Granatapfel. Granatapfel habe ich absolut kein Problem mit. Wassermelone hingegen bin ich eigentlich überhaupt kein Fan von. Wisst ihr, bei Wassermelone renne ich eigentlich am liebsten weg. Honigmelone ist bei mir so Hit or Miss. Kann geil sein, kann aber auch nicht so geil sein. Aber wir riechen zuerst mal dran. Und es ist ein kleines bisschen verwirrend. Man riecht die Wassermelone, die ist aber für mich nicht krass im Vordergrund. Es ist irgendwie so ein wilder Mix an Honigmelone, aber auch an Honig für mich drinne. Versteht ihr? Also nicht nur die Honigmelone, die natürlich so ein bisschen in diese Richtung geht, aber für mich ist da auch noch eine authentische Honignote drin. Und die konnte Alfacher schon immer gut. Und jetzt bei Shisha Kartell sehr interessant. Auf jeden Fall die Honigmelone für mich im Vordergrund ein sehr süßer Flavor. Also wenn ihr auf süße Flavor steht, Plato Oplomo wahrscheinlich am interessantesten. Der Granatapfel geht für mich so ein bisschen unter, zumindest wenn ich es versuche zu vergleichen mit einem reinen Granatapfel-Flavor von früher. Aber Granatapfel solo gibt es ja eigentlich heute sowieso nicht mehr wirklich. Aber auf jeden Fall eine gut abgestimmte Note. Ich persönlich hätte ein bisschen Angst vor der Wassermelone. Aber ich würde sagen, wir rauchen das Ganze mal. Und da ist das Ding an. Und wie ihr seht, renne ich noch nicht weg, was bei Wassermelone wirklich ein hervorragendes Zeichen ist. Ich kann trotzdem beurteilen, ob ein Wassermelonen-Flavor jetzt gut getroffen ist, ob der authentisch ist, ob das eher so in die Eistee-Richtung geht. Ich rauche es nur an sich einfach nicht so gerne. Und wenn ich es kann, vermeide ich es meistens. Beim Plato Oplomo nicht. Und das liegt an einer einfachen Tatsache bei diesem Flavor. Die Honigmelone, wie ich sie gerne taufen würde. Es ist eine Honigmelone im Vordergrund für mich. Es ist aber nicht nur diese Honigmelone, sondern genauso wie beim Geruch habe ich im Geschmack noch eine authentische Honignote mit dabei. Und die ist Killer. Es ist auch noch eine Wassermelonennote dabei, die so ein bisschen, falls ihr den 4Bro Red Crash kennt, den Wassermelonen-Eistee, den trinke ich ja tatsächlich auch gerne, geht so ein bisschen in die Richtung. Ich persönlich könnte auf die Wassermelonennote auch verzichten, glaube ich. Vielleicht wäre der Flavor auch nichts, wenn die weg wäre, aber ich kann es auf jeden Fall verkraften. Und der Rest von dem Flavor, diese geisteskranke Honigmelone, gepaart mit ein bisschen Granatapfel im Abgang, ist eine nice Sache. War für mich mit Abstand die größte Überraschung, wie gesagt, als ich gehört habe, da ist Wassermelone drin. War ich schon so, ja, muss ich eigentlich nicht probieren, ne? Das ist für mich nix, Freunde. Aber ist doch was. By the way, haben wir die Flavor gestern auch noch auf AO-Köpfen mit dem AO912 getestet. Für mich ist das ein Virginia-Tabak, der sehr, sehr angenehm in einem normalen Kamin-Setup läuft. Rauche ich persönlich nicht so gerne, aber funktioniert. Er funktioniert für mich aber am allerbesten mit einem Alu-HMD auf etwas Kontakt. Mit dem Overpack muss man gucken, wie der Durchzug ist. Aber genauso wie ich ihn jetzt gebaut habe und genauso wie ich ihn jetzt rauche, funktioniert er für mich persönlich so am besten. Und dann müssen wir leider zum dritten Flavor kommen. Wobei leider, ich kann euch schon mal spoilern, der dritte Flavor ist mein absoluter Favorit von allen sechs. Diese Honignote, ne? Die bleibt einfach in der Fresse hängen. Geil. By the way, haben die ganzen Sorten nicht nur einen Namen und eine Auflistung von dem, was drin ist, sondern noch eine fancy Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne mal pausieren und nochmal angucken. Ich persönlich sag euch lieber, was drin ist, weil Sexy Shiba kalt wie Eis und heiß wie die Hölle. Sexy Shiba ist die verführerische Kombi aus cooler Mango und Passionsfrucht. Ich sag euch lieber, da ist Mango-Passionsfrucht drin. Wichtiger, weißt du? So, auch der dritte Flavor ist an. Wie gesagt, der Sexy Shiba. Mango und Passionsfrucht. Und ich habe es ja eben schon angekündigt. Das war mein absoluter Favorit von allen Sorten, die ich in Dubai getestet habe. Es gab noch ein paar andere, die wir getestet haben, die auch sehr gut waren. Ich hoffe, die kommen irgendwann noch. Aber von den ersten sechs Flavoren, die rauskommt, Sexy Shiba für mich mit Abstand der Beste. Mango Passionsfrucht, auch wenn ich hier euch schon heiß mache auf den Flavor. Wir riechen erstmal dran und gucken, ob wir auch Mango und Passionsfrucht rausriechen. Tatsächlich ist der Geruch am unterschiedlichsten zum Geschmack. Wir haben einen sehr, sehr nicen Mix aus Mango und Passionsfrucht. Überraschung. Er ist eher auf der sauren Seite, hat zwar auch süße Noten drin, aber eher sauer
der Flavor. Ist auch für mich keine Überraschung bei einer Passionsfrucht und einer Mango. Eine Mango, würde ich sagen, ist neutral bis leicht süß, je nach Reifegrad. Und eine Passionsfrucht ist halt eine extrem saure Frucht. Ist ein guter Mix. Ich persönlich würde sagen, die Mango definitiv im Vordergrund, gefolgt von der Passionsfrucht, aber trotzdem ganz gut abgestimmt geruchlich. Geschmacklich ein wenig anders. Wenn wir an diesem Flavor ziehen, haben wir eine sehr leckere, saure Mango- und Passionsfrucht, wo man dauerhaft am Debattieren ist, was man von den beiden jetzt mehr rausschmeckt. Je nachdem, wie lange man den Kopf raucht und wie viel Hitze man dem Kopf gibt, kommt mal die Mango besser durch und mal die Passionsfrucht besser durch. Der Wechsel ist aber sehr, sehr geil und im Gesamtbild halten die sich halt sehr, sehr schön die Waage. Und ich liebe ja sowieso Mango-Flavor und ich liebe Passionsfrucht-Flavor und zusammen war das einfach, das hat einfach den Nagel auf den Kopf getroffen für mich. Da haben sie mich perfekt mit abgeholt mit diesem Flavor und deswegen definitiv meine Nummer 1. Geile Mango, geile Passionsfrucht, zusammen ein geiler Tabak. Leute, das waren die ersten drei Flavor von Shisha Kartell. Schreibt mir gerne in die Kommentare, für welche ihr euch am meisten interessiert. Auch gerne von allen 6 Flavern. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bei mir wird man es bestimmt häufiger sehen. Letztendlich, ich kann es nur nochmal sagen, ich habe die Flavor mit ausgesucht. Surprise, die schmecken mir.